Komm, ich spendiere dir einen. Oh, und übrigens, nett, dich endlich kennenzulernen. Verflixt doch mal. Wo ist die hin? Lamar, komm raus da! Oha, alles in Ordnung, Dr. Kleiner? Oh, hallo, Alex. Nun, fast in Ordnung. Ja, Lamar ist wieder aus ihrer Kiste geflüchtet. Ich würde ja fast vermuten, dass Barney sie gefangen und... Meine Güte, Gordon Freeman. Bist du's wirklich? Ich fand ihn draußen, den Streuner. Ist schon ein Tunichtgut, oder? Wir verdanken Dr. Freeman viel, auch wenn er uns nicht selten in Schwierigkeiten bringt. Ich muss sagen, Gordon, dein Besuch kommt mir sehr gelegen. Alex hat gerade das letzte Teil unseres neuen Teleporters installiert. Dieser Durchbruch ist allein Ihr Werk, Doktor. Unsinn. Du bist ein unserer Besten. Schauen wir mal, ob es funktioniert, okay? Und ist er hier? Da bist du ja. Mein Gordon, die sind aufgescheucht. Hier kann er nicht lang bleiben, Doc. Das gefährdet deine ganze Arbeit. Keine Sorge, ich nehme ihn mit. Das stimmt, Barney. Dies ist ein bedeutender Moment. Wir weihen den neuen Teleporter mit einem Doppeltransport ein. Es funktioniert? In echt diesmal? Weil diese Katze lässt mich nicht mehr schlafen. Aber, es besteht kein Grund zur Besorgnis. Katze? Wir haben seitdem viel dazugelernt. Sehr viel. Katze? Doc, wenn er nicht auf die Straße geht, soll er zumindest die Klamotten wechseln. Was? Oh je, das hätte ich fast vergessen. Barney, ich überlasse dir die Ehre. Muss wieder zurück zum Dienst. Aber okay. Na also. Ah! Verdammt, nimm's mir ab! Lamar, da bist du ja. War das Viech nicht erledigt? Auf keinen Fall. Keine Angst, sie ist gestutzt und völlig ungefährlich, Gordon. Sie könnte höchstens versuchen, sich mit deinem Kopf zu paaren. Erfolglos. Ich will es nicht mehr sehen. Hier, meine Kleine, hüpf rauf. Nein, nicht darauf. Nein, nein, Vorsicht, Lamar, die gehen leicht kaputt. Verdammt, es wird Tage dauern, bis ich sie da rauslocken kann. Ha, mit Glück noch länger. Barney, du kannst nicht mit Tieren. Nun, Gurken, auf geht's. Schlüpf in den Anzug. Ich sehe, Gordon, dein Schutzanzug passt dir immer noch perfekt. Zumindest teilweise. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen, aber dies ist das Wichtigste. Also... Der Mark V-Schutzanzug ist jetzt noch komfortabler und benutzerfreundlicher. Oh je. Doch, dafür ist keine Zeit. Hat wenigstens den Anzug auf, Gordon. Gute Idee. An der Wand ist ein Ladegerät. Du kannst deinen Anzug jetzt an Combine-Ladestationen aufladen. Die gibt das an all ihren Kontrollstrecken. Lasst uns inzwischen diesen Laden schmeißen. Mach hin. Gordon, stell dich doch dort neben die Schaltkonsole und warte auf mein Zeichen, ja? Isaac, bist du dort? Ja, Eli, es gab hier eine kleine Verzögerung. Du errätst nie, wer heute Morgen in unser Labor gekommen ist. Sag mir nicht, wer das ist. Ganz recht. Und wir wollen ihn zusammen mit deiner reizenden Tochter auf den Weg schicken. Bist du bereit, von Stad? Wir sind hier alle bereit. Tun wir einfach. Also, der masselose Feldfluss sollte sich selbst begrenzen und die Parameter stehen auf CY-Basis und LG-Orbifold einschließlich Hilbert. Die Bedingungen könnten kaum besser sein. Das hatten wir schon mal. Hey, ja,
wegen der Katze. Initialisierung in 3, 2, 1. Oh, verflixt. Was nun? Ausgezeichnet. Gordon betätigt den Schalter. Gordon, nur keine Scheu. Sehr gut. Schlusssequenz beginnt jetzt. Wow, wow, wow. Hat es geklappt? Sieh doch selbst. Hey, Doc! Oh, Gott sei Dank. Was bin ich erleichtert. Gute Arbeit, Izzy. Es war nicht nur mein Verdienst. Dr. Freeman hat mir sehr geholfen. Lasst uns Gordon jetzt hierher holen, ja? Ganz recht. Wir sprechen uns gleich wieder. Sauber, Gordon. Schalter ein und so. Dein MIT-Studium macht sich echt bezahlt. Okay, Barney, jetzt du. Uff, danke. Sobald du deine Position eingenommen hast, senden wir dich zu Eli. Knapper geht's echt nicht. Ausgezeichnet. Initialisierung in 3, 2, 1. Barney, wärst du so nett? Viel Glück da draußen. Ganz recht. Es kann losgehen, Gordon. Bon voyage und viel Glück für die Zukunft. Schlusssequenz. Was zum Teufel? Was ist denn? Es ist ein Schoßtierchen, das verdammte Viech. Lamar, Teddy, nein! Da ist er ja. Ist Lamar bei? Vergiss es einfach! Er kommt durch, Dad. Was ist los? Ich weiß nicht, es scheint eine Art Interferenz zu sein. Gordon, tu nichts. Wir holen dich daraus. Irgendetwas zieht ihn weg. Was hat das zu bedeuten? Wer sind Sie? Wie sind Sie hereingekommen? Er ist wieder da. Ich hole ihn da raus. Du kannst doch nicht einfach reinwarten. Es würde dich aufschälen. Boden ist weg. Was ist los? Wenn ich nur wüsste. Es gibt unerwartete Interferenzen. Keine Sorge, wir... Da ist er. Wir verlieren ihn wieder. Ja, Mann. Ich bin mir fast sicher, dass... Gordon Freeman... Hinter dir. Wow! Abschalten, abschalten! Gordon, du musst hier raus! Los! Runter, weg da! Ich komm dich holen! Hey, Gordon! Die Zitadelle ist alarmiert. Das ist das reinste Wespennest. Power City 17 ab, solange es noch geht, Gordon. Nimm die Kanäle. Sie führen zu Elis Labor. Ist zwar gefährlich, aber es gibt ein Netzwerk von Flüchtlingen. Die helfen, wenn sie können. Ich gehe mir gern mit, aber Dr. Kleiner braucht mich hier. Oh, und bevor ich es vergesse, das habe ich in Black Mesa gefunden. Viel Glück da draußen, Kumpel. Du wirst es brauchen.
Lee, verschwinde! Du kannst hier eh nichts machen! Vorsicht, das ist eine Nächtigung.